Hallo, mein Name ist Ruth-Alice Kosnick. Heute möchte ich gerne drei Techniken zeigen, wie man Bäume in der Aquarellmalerei anlegt. Zu Beginn arbeiten wir mit fließenden Farben. Das ist also eine Lavurtechnik, wo die Farben ineinander laufen. Das ist relativ einfach und bringt sehr schöne Ergebnisse. Dann zeige ich euch, wie man mit reinen Lasuren arbeiten kann, also in Schichten arbeitet. Und zuletzt noch, wie man Lavuren und Lasuren kombinieren kann. Es gibt darüber hinaus noch viele andere Techniken, aber ich denke, die drei reichen erstmal. Probiert das mal aus. Viel Spaß dabei. Ich will noch mal ein paar grundsätzliche Sachen zu Bäumen erzählen. Wenn ihr jetzt so einen Baum selber entwickelt, dann fangt ihr an, dass ihr euch erstmal die Hauptform überlegt, also jetzt beim Laubbaum. Ich mache jetzt hier so ein Oval. Und das Oval kriegt jetzt Einschnitte unregelmäßig, also vielleicht habt ihr auf einer Seite sogar einen stärkeren Einschnitt als auf der anderen. Und es bekommt auch noch hier bestimmte Formen, das sind quasi Zweige, die dem Betrachter entgegenwachsen, die nachher auch Helligkeiten brauchen. So, da mache ich noch mal hier zwei Formen, drei Formen rein und hier mittig ist nachher der Stamm. Da kann auch gerne noch mal eine Abzweigung, also so ein extra Zweig kommen. Das könnt ihr dann nachher noch überlegen. Und jetzt ist es wichtig, sich zu überlegen, aus welcher Richtung will ich mein Sonnenlicht haben. Deswegen ist es wichtig, damit der Baum einfach ein bisschen deutliche Hell-Dunkel-Kontraste bekommt. Also ihr habt jetzt hier an den Stellen, wo das Sonnenlicht liegt, die hellsten Blätter. Also in dem Fall ein ganz helles Grün. Der Baum wird ja nach unten hin dunkler, das ist dann die Verschattung und auch zur Mitte hin. Das heißt, jetzt beginnt ihr erstmal am Rand und eben auf diesen Oberseiten mit einem hellen Grün. Das wird dann nach und nach dunkler. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit dunklerem Grün rein. Ich tupfe jetzt einfach. Schön ist es auch, wenn immer noch so kleine Lichtpünktchen drin bleiben können. Aber ich fülle jetzt einfach den Rest nochmal mit Grüntönen, um dann nochmal zu zeigen, wo liegen denn die Verschattungen. Jetzt habe ich Verschattungen hier im unteren Bereich und auch immer unter diesen Hauptästen und natürlich auch dahinter. Damit das überhaupt schön zum Tragen kommt, muss da eine starke Dunkelheit hin, damit ich auch wirklich schön sehe, dass diese Äste sich hier rausschälen aus dem Baum. Das heißt, in diese Bereiche lege ich jetzt Dunkelheit. Ich mache das hier jetzt mal ein bisschen extrem. Aber ihr werdet gleich sehen, dadurch schält sich eine Plastizität heraus. Und jetzt wird das natürlich noch ein bisschen mit Grün verbunden. Das ist ja jetzt etwas unverbunden, das Ganze. So, das sind die Hauptcharakteristika bei einem Baum, die man einfach wissen muss, dass hier diese Schattenbereiche besonders im Zentrum liegen, besonders unten liegen, unterhalb des Baumes. Da hat man, auch wenn dort kleine Ästchen sind, meistens verschattete Stellen. Und jetzt kann man quasi mit vielen kleinen Punkten oder mit verschiedenen Techniken diese Charakteristika rausholen. So, jetzt ist das fast trocken. Jetzt können wir auch den Stamm ergänzen. Da mache ich dann auch eine Lichtseite und eine Schattenseite. Und die Äste, die muss man quasi in Verlängerung, sodass man richtig das Gefühl hat, da läuft jetzt der Ast entlang, der verschwindet dann mal im Blattwerk und kommt da oben wieder raus. Und ich mache das immer gerne, gerade an solchen Stellen, wo noch so kleine Lücken sind. Da taucht dann mal so ein Ast auf und geht dann hier weiter. Und so zaubert man noch so ein paar kleine Äste rein. So, das ist im Grunde die Hauptarbeit. Ist quasi erstmal sich klar zu machen, wo sind Lichtfelder, wo sind Dunkelheiten und dann ist der Rest einfach Fleißarbeit. Jetzt zeige ich euch verschiedene Techniken,
wie man Bäume anlegen kann. Die einfachste Technik ist einfach eine Nass-in-Nass-Technik. Das heißt, ihr skizziert, ich mache jetzt einfach mal zwei Bäume oder drei, die im Grunde in einem Herbstwald stehen. Und da legt ihr auch wieder, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es wieder das Licht von links kommt, da legt ihr auch wieder ein ganz klein bisschen Helligkeiten in den linken Bereich. Gerne auch wieder mit einigen kleinen Lücken, damit wir nachher Lichtpunkte in der ganzen Geschichte behalten können. Dann gehe ich jetzt hier schon über ins Orange. Soll, wie gesagt, ein flammender Herbstwald werden. Vom Orange ins Rot. Und vom Rot nochmal ins Krapplack oder Kaminrot, je nachdem, welchen Hersteller ihr habt. Vielleicht kann man hier sogar nochmal einen Tick ins Lila gehen. Und jetzt ziehe ich aus den Farben auch die Stämme gleich raus. Das passt jetzt bei dieser Technik ganz gut. Und man kann noch ein klein wenig mit einem Bleistift auch Äste reinarbeiten. Ich liebe das ja immer noch ein paar kleine Spritzer reinzubringen. So würde ich das jetzt lassen. Das ist eine ganz einfache Methode, nass in nass, sodass die Farben gut ineinander laufen. Und ein paar kleine Spritzer drauf zu machen, eine Baumgruppe zu gestalten. Ich zeige jetzt gleich noch weitere Techniken, wie man Bäume malen kann. Nach der Technik eben, wo die Farben ineinander liefen, also eine Lavurtechnik, zeige ich euch jetzt eine Lasurtechnik. Das heißt, die Farben werden jetzt geschichtet. Jede Schicht muss durchtrocknen, bevor die nächste aufgesetzt wird. Ich beginne wieder mit einer kleinen Vorzeichnung. Und dann wieder mit der hellsten Farbe. Das Licht kommt wieder von der linken Seite. Die zweite Schicht liegt jetzt oben drauf, nachdem die erste durchgetrocknet ist. Ja, so sieht der Baum, der jetzt nur aus Lasuren besteht, aus. Und im Anschluss zeige ich euch noch einen Baum, der aus einer Mischung aus Nass in Nass, also Lavur- und Lasurtechnik besteht. Und ich beginne mit ganz hellen Grüntönen und lege erstmal immer so kleine Tüpfchen überall hin, insbesondere an den linken Bereich des Baumes. Und jetzt werde ich ein bisschen grüner, ein bisschen dunkler und stricke langsam nach rechts weiter. Gehe hier also in die Bereiche rein, die noch weiß geblieben sind, aber versuche immer, winzige Stellen weiß stehen zu lassen. Wenn man gegen einen Baum guckt, sieht man ja oft, dass dort sehr schöne kleine Lichtspiele oft noch durchscheinen. Und das sind unsere weißen Stellen im Baum.
Es gibt auch meistens eine schöne Spannung, wenn man nicht die Farben überall im Baum verteilt, sondern hier habe ich jetzt diesen Bereich ausgelassen mit diesem Grün. Ja, jetzt muss ich wieder ein ganz klein bisschen warten, dass nicht alles verläuft. Und dann geht es mit dem nächsten Grünton weiter. Jetzt ist das fast trocken. Jetzt arbeite ich wieder oben drauf, also im Grunde Lasur auf Lasur. Also der Trick ist einfach ein Zusammenspiel aus verschiedensten Grüntönen, die teilweise lasierend übereinander liegen und teilweise ineinander laufen und trotzdem immer noch kleine weiße Stellen freilassen. Und dann sieht das schon sehr laubartig aus. Und hier am Rand noch so ein paar kleine winzige Ausläufer, wie winzige kleine Blätter, die da noch an Zweigen rauswachsen. Das hat auch immer Laubcharakter. Und dann machen wir gleich noch den Stamm. Ich habe ja vorhin das Licht hier von links gewählt. Ich wollte es auf jeden Fall im Stamm nochmal wiederholen, dass also das Licht auf der Stammseite auch von links kommt. Ich werde noch mal ein bisschen den Stamm auswaschen auf der linken Seite, damit es hier noch ein bisschen mehr Rindencharakter bekommt. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut euch gerne auch das Video von den Fortgeschrittenen an. Die haben auch das Thema Bäume und Landschaft. Da sind einige Fotos verlinkt, zu denen sie arbeiten. Aber ansonsten könnt ihr auch mit jeder Fotografie jetzt arbeiten und diese Techniken anwenden. Im Anschluss seht ihr noch einige Arbeiten, die meine Kursteilnehmer gemacht haben, die das gleiche Thema hatten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Hier geht es weiter zum nächsten Video und hier seht ihr das letzte Video von der Lektion davor. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis demnächst. Tschüss!